Hi, willkommen zu NeverMinderVlog, der Videoserie, bei dem ich ein Plattformer programmieren möchte. In der letzten Episode hatten wir unsere Renderschleife so weit erweitert, damit unsere CPU schlafen gelegt wird, wenn sie nichts zu tun hat. Genau genommen, wenn wir schneller als 60 Bilder pro Sekunde unsere Schleife hier verarbeiten. Und das ist genau dieses Konstrukt hier. Mit Thread Sleep tun wir dafür sorgen, dass unser aktueller Hauptthread bestimmte Anzahl an Millisekunden schläft. Zumindest würde man es denken, wenn man hier ein Argument Millisekunden sieht. Also Millis hier. Tatsächlich in der Praxis ist es so, dass es keine Garantie gibt, diese 1 Millisekunde zu erreichen. Also es könnte 0,5 sein, es könnte 2 sein, es könnte 3 sein. Das ist alles abhängig von der jeweiligen CPU-Architektur, vom Betriebssystem, vom Scheduler, vom Betriebssystem, also wie Hintergrund-Timing-Mechanismen und so Zeug. Und deswegen ist mein erster naiver Versuch mit einer Vorschleife einfach die Sleep Duration durchzugehen, natürlich katastrophal die Hosen gegangen und ich hatte nur noch 64, 65 Frames. Oder ich hatte mehr Frames eigentlich als vorher, das heißt, ich habe zu wenig geschlafen. Und jetzt, nachdem wir das einfach auf eine einfache Zeitmessung gestellt haben, bekommen wir hier unsere 59 raus. So, was möchten wir als nächstes machen? Wir möchten jetzt unser Bild mit Pixel filtern. Genau genommen, wenn wir jetzt mal hier hochgehen, das, was ich hier gemacht habe, ist einfach nur jeden einzelnen Pixel auf einen Zufallspixel zu setzen. Und das habe ich recht trivial gemacht, indem ich einfach nur eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 generiert habe, über MathRandom. Und habe die multipliziert mit dem höchstmöglichen Hexwert, den wir für eine Farbkombination haben. Also FF. FF, FF für Rot, Grün, Blau und FF entspricht 255 in Byte. Und wenn man jetzt 255 mal 255 mal 255 rechnet, bekommt man diese 16,7 Millionen Schlag mich tot irgendwas. Also diese Anzahl an möglichen Farbwerte. So. Und indem ich das einfach mit dem Faktor hier multipliziere, bekomme ich einfach eine Zufallszahl und das funktioniert hervorragend. Das können wir auch einfach mal nehmen und verschieben wir es mal runter. Wie war die Tastenkombination? Ah, ich tue es ausschneiden. Und steckt es hier rein, allerdings nicht direkt hier, sondern ich werde jetzt mal eine Methode machen, die nenne ich Render Game. Die lasse ich von Eclipse erzeugen und schiebe mein Pixel Match da rein und führe es aus. Und dann sehen wir, haben wir ein tolles, super geiles Fernsehkrieseln. Ja, das ist natürlich nicht das, was wir machen wollen, sondern wir wollen eher es auf einen sinnvollen Standardwert setzen, wie zum Beispiel schwarz. Wesentlich besser. Und noch dazu, MathRandom ist relativ langsam. Das heißt, wenn wir das pro Frame dauernd für jeden einzelnen Pixel MathRandom machen würden, würde es hier relativ viele Pixel fressen. Aber allerdings, wir bleiben noch oberhalb der 60 Bilder pro Sekunde. Ansonsten wären ja unsere Frames gerade eben eh runtergegangen bei unserem Pixel-Match. So. Wie möchten wir jetzt weitermachen? Wir haben jetzt eine Funktion Render Game. Und hier möchte ich jetzt eine weitere Methode aufrufen, drawRect, die für uns mit bestimmten Angaben ein Rechteck zeichnen soll. Und Rechtecke kann man in drei Varianten definieren. Jetzt muss ich aber mal meinen Stift suchen, der ist hier irgendwo verschwunden. Da ist der Stift. So. Also es gibt drei Varianten. Wir sind in Episode 4.
Und wir wollen wissen, wie wir Rechtecke zeichnen. Und dazu müssen wir erstmal wissen, welche Möglichkeiten gibt es, ein Rechteck zu definieren. Die erste ist relativ einfach. Ihr habt einen Punkt, der beginnt immer oben links. Und ihr gebt eine Breite mit und ihr gebt eine Höhe mit, um dann entsprechend auch euer Rechteck zu diesem Punkt hier oder zu diesem Punkt hier, zu diesem Punkt hier aufzuspannen. Das ist die eine Möglichkeit. Also das ist dann sozusagen euer Start und das ist einfach nur die Länge vom Start aus. So. Die zweite Möglichkeit. Ihr habt ein Minimum und ein Maximum. Also diese zwei Koordinaten. Die reichen vollkommen aus, um jeglichen Punkte zu erreichen. Und im Grunde sind die beiden auch miteinander kompatibel. Man kann die hin und her rechnen, indem man einfach Minimum als Start sieht und Maximum ist dann einfach entsprechend Minimum plus die Breite und Höhe, die man ausrechnen kann, indem man Maximum minus Minimum abzieht, kommt man also auch zu dem Ergebnis hier. So. Dann gibt es noch eine dritte Variante. Die definiert das Rechteck nicht an dem Punkt, sondern dem Punkt, sondern an dem Punkt, nämlich das Zentrum. Man gibt ein Zentrum an und gibt zusätzlich, weil das reicht ja noch nicht, einfach nur ein Zentrum anzugeben, ist ein bisschen wenig, gibt man an, wie weit spannt denn vom Zentrum das Rechteck von hier nach hier auf. Wie weit? Also keine Breite, sondern eher Breite durch 2, weil das gleiche wird ebenfalls in die andere Richtung gemacht. Und hier ebenfalls Breite durch 2. Wichtig ist nur, der Part hier ist immer positiv. Und das gleiche gibt es auch für Höhe. Das ist aber jetzt für uns nicht wirklich relevant. Das ist eher für Geometrie relevant. Also gerade wenn wir hier mit Zeichnen, mit Rendering arbeiten und die Ecken so oder so haben möchte, dann ist das Verfahren eigentlich eher unbrauchbar. Zumindest dafür. Es gibt natürlich noch einige Anwendungsfälle, wo das Sinn macht, das zu verwenden. Zum Beispiel in der Geometrie. Wo wir auf jeden Fall später hinkommen. Und der Fall hier, der ist relativ interessant. Und der Fall hier, den nutzen wir tatsächlich schon. Den nutzen wir im Draw Image Call. Wenn wir hier mal hochscrollen, auf unserem Graphics-Objekt rufen wir ja Draw Image auf, geben unser Frame-Buffer-Bild mit und sagen ihm, er soll das Bild an Top Left Corner, also obere linke Ecke, beginnen und entsprechend so lang, wie unser Frame-Buffer groß ist, aufspannen und dann zeichnen. Das ist die Möglichkeit. Die werde ich aber für das, was ich jetzt vorhabe, tatsächlich nicht verwenden. Ich werde das hier nehmen für unsere tolle DrawRect-Funktion. Das heißt, DrawRect erwartet einfach ein Minimum und ein Maximum. Ist einfach besser, wenn man mit Rendering arbeitet, weil man relativ häufig diese Koordinaten so oder so transformieren muss. Und jedes Mal von dem wieder in dieses Format umzurechnen, ja, ist doof. Daher ist mir eigentlich das Format hier lieber. So. Wo das hier übrigens noch verwendet wird, ist bei unserem Bitmap selbst. Also unser Buffered Image, unser Frame Buffer hier,
der wird ebenfalls mit dem Format hier angegeben. Das heißt, der obere linke Pixel ist unser Startpixel und der untere rechte Pixel ist unser Endpixel. Manchmal wird ein Bitmap-Format so angegeben, dass der untere linke Pixel anfängt und wir gehen so nach oben. Also gerade umgekehrt. Das ist aber nicht in unserem Fall so. Wir haben jetzt das Format int RGB und das ist nun mal so aufgebaut. Hier ist unser Startpixel und bewegen uns nach unten. So, da gibt uns Java die Garantie, dass die Pixel auch tatsächlich so gespeichert sind. Es steht auch hier irgendwo. Ne, steht es nicht. Dann steht es irgendwo in der Buffer-Image-Dokumentation. Ja, ist eigentlich auch egal. Ich weiß es auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall 0,0. Und dementsprechend passt es so. Also beginnen wir jetzt mal. Bevor wir beginnen, müssen wir aber noch eine Sache ganz kurz klarstellen. Nämlich, wir müssen, ja, das machen wir dann, wenn wir es brauchen. Fangen wir einfach mal an, unser Rechteck zu definieren. Also machen wir private void, das Zeichenbrett mal weg, draw rect und geben unsere entsprechenden Min-Max-Koordinaten an. Also x0, y0, x1, y1 und noch eine Farbe. So, wie könnte man jetzt hier ein einfaches Rechteck zeichnen? Man könnte den naiven Weg nehmen, indem wir einfach sagen, hey, int ist y gleich min y und y ist kleiner als max y und y erhöhen wir plus plus so. Damit das dann ein bisschen übersichtlicher wird, tun wir das Ganze auch mal entsprechend in Variablen umbasteln. Max Y ist dann entsprechend auch. Und das hier ist Max. So. Das kann man einfach duplizieren. Das heißt, wir laufen einfach von Y los bei unserem kleinsten Koordinate und gehen so lange, bis wir am Ende anbelangt sind. So. Dann ändern wir auch noch hier den Vergleichsoperator auf kleiner gleich. Das heißt, dass wir auf jeden Fall über den Maximalpixel erreichen. Wichtig ist auch, dass wir das hier auch auf x ändern. Und das hier auch max x ist. Und jetzt müssen wir einen Index berechnen. Wir haben hier jetzt eine zweidimensionale Koordinate. Und wir möchten ja jetzt einen bestimmten Pixel in unserem Bild füllen. Mit dem angegebenen Farbwert und an der jeweiligen zweidimensionalen Position. Wir haben aber keine zweidimensionale Position, wir haben eine eindimensionale Position, die wir für unser Array benötigen. Also was kann man machen? Wir müssen eine zweidimensionale Koordinate in ein eindimensionales Array umrechnen. Das geht relativ einfach, wenn wir mal unser Zeichenbrett zur Hand nehmen. Und unser Framebuffer mal zeichnen und so tun, als wäre der jetzt mal nur 3x3 groß. Ganz einfach. Und dann sagen wir noch, die Spalten und die Zeilen sind jeweils getrennt. Also das heißt, wir haben 0, 1, 2 Spalten und wir haben 0, 1, 2 Zeilen. Und wir möchten jetzt zum Beispiel Pixel x2 y2 setzen. Also tatsächlich den letzten Pixel hier unten. Wie können wir das machen? Wenn wir das jetzt Ganze mal unseren Speicherbereich, also unser Array mal kurz zeigen. Einfach mal alle Pixel hier stur durchgehen. 5. 6, 7 und 8 und der restliche entfällt, kann man vergessen. Das heißt, hier ist unsere Grenze. Jetzt
Und das ist dann entsprechend auch hier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weil wie man schon an dem Array hier sieht, bewegen wir uns nach rechts und genauso ist das hier auch. Also es ist nicht so, dass das hier 0, 1, 2 und 3, 4, das ist falsch, weil wir bewegen uns von links nach rechts. Also nach 2 kommt dann die 3 und wir wechseln dann die andere Zeile und so weiter, bis wir dann hier angekommen sind. Also wir wissen jetzt zum Beispiel, dass unser Endergebnis die 8 sein soll, unser Index 8. Wie kommen wir jetzt auf den Index 8? Zuallererst müssen wir schaffen, mal zu dieser Zeile zu gelangen. In unserem Speicherbereich, also hierhin. Wie kommen wir dahin? Ist relativ einfach, wenn man das jetzt mal unterteilen. Wir haben Y2, das heißt, wir wissen, wir sind zwei Zeilen und jede Zeile ist 3 Pixel lang. Es ist einfach ganz, wenn wir Y nehmen und mal unsere entsprechende Breite, wie jetzt die 3, multiplizieren, also überspringen wir den, 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 weil wir ja 2 sind und sind dann tatsächlich hier. Um jetzt noch dahin zu kommen, ist es schlichtweg einfach nur noch notwendig, die x-Koordinate einfach noch dazu rechnen. Das heißt, wir sind hier y gelaufen und dann sind wir von hier bei unseren 8 gelaufen mit x und somit haben wir unsere Formel y mal Breite plus x. Ganz einfach. Das ist einfach 2D in 1D umrechnen. So, das machen wir jetzt einfach, indem wir jetzt sagen y mal width plus x. Und wenn wir das Ganze jetzt mal ausführen, kriegen wir einen Fehler, weil ich x groß geschrieben habe. Und wir sehen ein Rechteck. Wundervoll. Und das Rechteck könnten wir jetzt zum Beispiel auf den gesamten Bereich bringen. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, width mal height. Starten wir das und bumm. Was passiert hier? Wir sind jetzt bei Index 480.000. Zufälligerweise ist Breite mal Höhe, 800 mal 600, 480.000. Wir wissen aber, dass unser Array bei 0 beginnt. Und wir versuchen aber in den Array-Index 480.000 hereinzuschreiben. Das kann ja nicht wirklich funktionieren, ne? Nämlich eigentlich ist der letzte Array-Index 479.999. Was kann man machen, damit das hier nicht passiert? Klar, wir könnten einfach sagen, gut, die Funktion ist nicht robust genug, um sowas abzufangen, also müssen wir einfach dafür sorgen, dass das entsprechend abgefangen wird von uns selbst, vom Programmierer, das erwartet wird, dass wir hier saubere Koordinaten angeben. Aber ich bin der Meinung, das ist nicht der Fall, dass die Methode sollte intelligent genug sein, solche Probleme in den Griff zu kriegen. So, da gibt es jetzt zwei Varianten, wie wir das machen können. Wir könnten hergehen und sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, schnappen wir unser, malen wir einen Strich mitten in die Landschaft. Nehmen wir, und das ist unser Framebuffer. Und wir möchten jetzt ein Rechteck zeichnen, was ungefähr so ist. So. Ach Gott, ist das hässlich. So, besser. Und wir möchten eigentlich tatsächlich nur den Inhalt füllen und den anderen wegwerfen. Den brauchen wir nicht. Wie können wir das erreichen? Naja, wir wissen, das hier ist 0. Und das hier ist Breite minus 1, also der letzte Pixel. Jetzt, wenn wir jetzt mal nur x betrachten, müssen wir schlichtweg einfach nur dafür sorgen, dass die Koordinate auf jeden Fall immer 0 bleibt.
damit wir auch entsprechend dieses Rechteck bekommen und nicht das gesamte Rechteck. Das ist eine Sache, wie man es machen kann. Das gleiche ist nur das kann man auf die andere Seite projizieren. Dass wenn man jetzt nur den Part hier malen möchte und den hier wegwerfen, funktioniert das mit der gleichen Technik. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass der Bereich hier niemals größer wird als der hier. So. Die andere Methode wäre, wir lassen unsere Iteration, wo es ist, und gucken einfach nur, ob unsere Pixel innerhalb unseres Bereichs bleiben. Wenn die innerhalb bleiben, dann zeichnen wir den Pixel, ansonsten nicht. Also einfach nur eine If-Kondition mit vier Abfragen. Ich mag aber eher die andere Variante lieber. Das heißt, wir beschränken einfach, wir verändern die Koordinaten, sodass auf jeden Fall hier niemals diesen Bereich überschreiten. Genau genommen werden sie aber auch nicht ins Maximum überschreiten. Und das nennt man, auf Englisch nennt man das Clamping. Das heißt, wir bringen den Bereich jetzt hier zwischen 0 und Breite minus 1. Das heißt, wir haben irgendeine Zahl und den bringen wir einfach in den Bereich. Und wenn der außerhalb liegt, dann wird er entweder auf Breite minus 1 oder wird 0. Schlichtweg. Und dann würde ich sagen, implementieren wir das mal. Oder ist irgendwas abgegangen? Muss ich mal da dran machen. Noch nie aufgehabt, das Ding. So. Und wie können wir das machen? Ich habe ja Min-Ax und Min-X und Min- und Max-X schon ausgelagert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir könnten ganz hergehen und so sagen, wenn Min-X kleiner als 0, dann ist Min-X 0. Wenn Max-X größer als Width minus 1 ist, ist es Width minus 1. So, das ist die eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Jeweils eine Kondition, eine Zuweisung und hier sogar noch eine Subtraktion oder zwei Subtraktionen sogar. Es geht aber deutlich einfacher. Es gibt nämlich genau für so einen Fall eine mathematische oder zwei mathematische Funktionen, die für uns interessant sind. Die heißt Math Max. Die liefert für zwei Argumente, die wir angeben, den größten Wert zurück. Also wenn wir jetzt 4 und 5 angeben, würde das 5 zurückliefern. Das gleiche gibt es auch für Minimum. Das liefert einfach den kleinsten Wert zurück von zwei Zahlen. Wenn wir jetzt 2 und 4 angeben, wird 2 zurückkommen. So. Also lautet also schlichtweg, wenn wir das jetzt mal auf diese mathematische Funktion ändern, Math Maximum, und ihr werdet auch gleich verstehen, warum Maximum, Min-X und 0. Und ebenfalls hier für Max-X ist das umgedreht, Width minus 1. Das sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, und ich habe ja gesagt, es liefert das Maximum zurück, wenn unsere Koordinate jetzt zum Beispiel minus 50 ist, also außerhalb unseres, halt, das muss natürlich Max-X sein, außerhalb unseres Frame-Buffers, dann darf niemals passieren, dass das minus 50 bleibt. Also ist das maximale Argument 0 und dementsprechend wird hier auch 0 zurückgeliefert. Das heißt, man dreht die einfach um. Das heißt, hier kommt nicht das tatsächliche Maximum rein, sondern das Minimum. So, und man kann das Ganze jetzt sogar noch besser machen. Man kann das kombinieren. Wir können einfach sagen, min-x ist math min, min-x. Und hier innen drin wird dafür gesorgt, dass unser Resultat von min geben wir den Max als Argument rein. Und damit bekommen wir die Zahl Bereich zwischen 0 und Width minus 1. Und das müssen wir jetzt einfach nur für alle vier Zahlen machen. Ganz trivial. Dummes Copy-Paste. Aber ja. Und ihr wisst, Copy-Paste, da passieren die schlimmsten Fehler.
Das heißt, hier muss auf jeden Fall Hate draus. Und ansonsten sieht es aus, als stimmt's. Das können wir uns dann sparen. Und können das Ganze jetzt mal ausführen, indem man jetzt das hier lässt. Das heißt, wir zeichnen absichtlich außerhalb und er zeichnet aber trotzdem unser Rechteck. Er lässt halt einfach nur den letzten Pixel weg, weil wir entsprechend so das abschneiden. Wenn wir jetzt das auch mit minus 50 machen zum Beispiel, wir wollen ein Rechteck zeichnen, was 50 minus 50 auf 50 geht, also 100 in der Breite, dann sehen wir einfach nur noch dieses eine kleine Stückler. Hier oben würden wir anfangen und passt einwandfrei. Das ist schon mal ziemlich gut, was wir jetzt haben. Auf die Uhr 5 Minuten haben wir noch. Mal schauen, ob wir noch weiterkommen. Was ist, wenn wir das Ganze jetzt umdrehen? Nehmen wir an, wir möchten ein Rechteck zeichnen, was positiv beginnt, wir aber ins Negative aufspannen. Das heißt, Minimum und Maximum ist eigentlich nicht wirklich Minimum, Maximum, sondern ja, eine Zahl halt. Entweder das ist kleiner oder das ist kleiner oder das. Also, ja. Wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir nichts. Warum sehen wir nichts? Das ist ganz einfach. Unser Minimum ist jetzt positiv. Es beginnt bei positiv. Und wenn dann geguckt wird, ob unser Y Minimum, was jetzt gerade Minimum ist, kleiner gleich Maximum ist, ist es größer. Also kommen wir hier niemals in die erste Schleifiteration rein. Und somit zeichnen wir auch nichts. Und das kann man genauso wie das hier lösen, indem wir einfach nur dafür sorgen, dass Minimum auch tatsächlich das richtige Minimum ist. Und uns tut es total egal, welches das ist. Also wir machen mal auf Minimum x0, x1. Und das gleiche jetzt für y. Ganz trivial. Und das natürlich nicht Minimum, sondern Maximum. Und das ist allein schon alles, was ihr braucht, damit ihr eine Funktion habt, die extrem robust Rechtecke zeichnen könnt. Ihr könnt da jegliche Koordinaten reingeben, das Ding dürfte nicht abstürzen. Wenn wir 0, 0 zum Beispiel angeben, das heißt, wir zeichnen nur den allerersten Pixel, sehen wir, dass hier oben links ein kleines rotes Pixelchen ist. Und das ist ja ganz cool. Was ist, wenn wir jetzt ein Rechteck definieren, was, sagen wir mal, minus 100? Und hier können wir von mir aus bei 0 bleiben. Hier allerdings bleiben wir im Minusbereich und wir sagen minus 90. Das heißt, wir sind 10 Pixel außerhalb unseres Bereichs. Oder sagen wir minus 10. Minus 10, genau, das wollte ich. So, und das muss dann natürlich nicht 0 sein, sondern eine andere Zahl, 100 zum Beispiel. Aber wenn wir das jetzt ausführen, ist es interessant, was passiert. Ihr seht hier auf jeden Fall immer eine Linie. Hier haben wir eine Linie, obwohl wir eigentlich gar kein Rechteck sehen dürfen. Wenn wir hier mal zurückgehen und unser Zeichenbrett und malen, uiuiui, so kann man natürlich nicht malen, und malen unser Rechteck. Und wir wollen jetzt dieses Rechteck hier malen, dürfen wir eigentlich dieses Rechteck gar nicht malen, weil es liegt ja komplett außerhalb unseres Bereichs. Aber wir zeichnen dennoch zumindest den ersten Pixel, weil wir es schlichtweg einfach nur auf den Bereich trimmen. Wie kann man das lösen? Es geht ganz einfach, indem wir den Operator einfach nur zu kleiner machen. Und dann sehen wir hier auch kein Rechteck mehr. Das hat aber allerdings kein Nachteil, weil y ist ja kleiner als max
Und wenn Max jetzt zum Beispiel 100 ist und wir beginnen bei 0, dann ist der letzte Pixel einfach 99 und nicht 100. Ja, nee, das ist schon ein Problem, logischerweise, weil die Koordinaten, die wir reingeben, erwarten wir natürlich, dass die Pixel gefüllt werden. Das heißt, das hier ist eigentlich schon der sauberere Weg. Wir könnten aber auch einfach sagen, pfeifen wir es mal drauf. Der eine Pixel tut nicht weh. Wir definieren jetzt einfach und sagen, okay, der letzte Pixel wird nun mal einfach nicht gezeichnet. Können wir uns auch mal angucken. Wenn wir einfach mal ausgeben, was hier als letzter Pixel rausgekommen ist, müssten wir sehen, 99 ist unser letzter Pixel, obwohl wir eigentlich 100 angegeben haben. Sprich, wir überspringen einfach den letzten. Das ist fürs erste Mal in Ordnung. Das werden wir später korrigieren. So, das ist jetzt mal das Erste, was ich machen möchte. Und das nächste Mal werden wir das Ganze auch sauber korrigieren, damit auch auf jeden Fall die Linie nett gezeichnet wird in dem Fall, wenn nichts außerhalb ist. Das ist ja unser Ziel. Aber alles, was innen drin ist, soll einfach abgeschnitten werden, damit es trotzdem gezeichnet wird, aber halt nur der Bereich, der sichtbar ist. Und ich denke, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ja, passt. Ist das schon einiges jetzt für die Folge? Also wir haben jetzt eine Rechteckfunktion, die wir ein gefülltes Rechteck zeichnen können. Damit könnten wir theoretisch auch schon Linien zeichnen. Wir simulieren einfach Linien, indem wir einfach das Rechteck ganz dünn machen. Und ja, mal schauen, wie wir weitermachen. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall das hier optimieren, dass wenn ein Rechteck versucht wird zu zeichnen, was außerhalb des Bereichs ist, wo er dann auf gar keinen Fall hergeht und das Ding zeichnet, also einfach raushopft. So. Also, das war's dann und bis zum nächsten Mal. Tschö.